Hallo, ich komme hier, ist Grabnik, herzlich willkommen zurück zu Obscuritas. Im letzten Mal haben wir ziemlich viele Rätsel gelöst. Können wir wieder. Nein, wir können nicht zurück. Okay, wir sind jetzt hier in diesem komischen Labor, wo wir es letztes Mal schon gesehen haben, dass hier anscheinend irgendwelche komischen Kugeln oder irgendwie sowas gibt. Ich habe keine Ahnung für die. Ja, klar, mein Licht ist schon wieder ausgegangen. Nice, ich habe das Licht. Ich mache es noch ein bisschen. Ich wollte gerade sagen, ich habe das Spiel ein bisschen heller gemacht, aber ich mache es einfach mal noch heller, weil das Spiel ist verdammt dunkel. Und ich glaube, es ist einfach angenehmer für alle, wenn wir einfach mal ein bisschen mehr sehen. Und ich glaube, so mega atmosphärisch wird das Spiel eh nicht mehr. Es würde eher ein bisschen um Puzzles gehen, deswegen fuck it. Wir spielen einfach mit mehr Helligkeiten. Es ist immer noch verdammt dunkel, deswegen ist es ja an sich auch egal. Wo ist jetzt... Da. Okay, da ist dieser erste komische Ball, Kristall, was auch immer. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll, aber den haben wir jetzt halt einfach. Und nehmen den mit... Können wir noch was aufmachen? Nein. Und nehmen den mit in irgendein Gebiet, wo wir den wahrscheinlich dann brauchen werden. Ich weiß nicht genau, wofür der da ist. Ich weiß nicht genau, warum es die gibt. Aber hier ist noch so ein Ding. Können wir vielleicht irgendwo was... Nee, wir machen einfach den... Ja, ich... Keine Ahnung, ich nehme halt erstmal den blauen mit. Ich weiß nicht, wofür die da sind, aber die werden wir wahrscheinlich später für irgendwas brauchen. Ich kann mal hier eine Kerze anmachen. Vielleicht müssen wir mal zurücklaufen. Ich weiß ja nicht. Ich bin... Können wir aber die Kerzen sparen. I don't know. Ich habe keine Ahnung, wo das Spiel jetzt hinführen wird. Ob es jetzt noch weiter so viel... Oh, okay, ob es noch weiter so viele mega lange, komplexe Rätsel geben wird. Oder ob wir... Ah, ja, Rätsel. Ja, okay, gut. Ich würde sagen, oder dass das Spiel vielleicht ein bisschen mehr Horror bekommt. Aber nein, das sieht sehr nach Rätseln aus. Und ich muss hier wahrscheinlich jetzt da einen blauen reinmachen. Ich weiß nicht. Ich werde irgendwas drehen müssen, oder? Ich würde... Hi. Okay, kann ich jetzt irgendwie... Warum ist es so dunkel hier drin? Warum ist es so gottverdammt dunkel hier drin? Ich habe das Spiel schon fast auf höchster Helligkeit und es ist trotzdem super dunkel. Hier ist irgendwie eine Erklärung für das... 3. Okay. 2, das ist die Reihenfolge von Dingern, die wir, welche Reihenfolge wir das machen müssen. 1 ist grün und weiß. Grün. Haben wir den grünen? Wir haben den blauen. Ich hole mir jetzt einfach mal den grünen, schätze ich. Ich hole den jetzt, bis gleich. Oh, hier können wir weiter. Hier können wir, warum können wir? Okay, eine Frage, warum bleiben die Türen nicht einfach offen? Ich finde es nervig, dass die immer automatisch wieder zugehen, oder? Es ergibt keinen Sinn, es ist einfach nur nervig. Kann ich hier, nein, da kann ich nicht durch, kann ich hier rein? Kann ich. Kann ich sogar wirklich. Was mache ich jetzt hier? Knöpfe drücken? Nein, ich kann keine Knöpfe, ich kann hier nichts machen. Cool. Das ist schon much fun. Kann ich hier irgendwas. Warum gibt es diese Räume, wenn hier nichts drin ist? Wenn hier einfach absolut. Kann ich hier reingucken vielleicht? Da ist ein gelber. Okay. Nee, kannst du. Dankeschön, nimm mal den gelben Kristall mit für irgendwas. Ich glaube, hier in dem Gang waren wir auch noch nicht. Ich mache einfach mal die Kerze an, weil wir haben so viel... Ne, wir haben noch 3 oder so. Ist nicht so viel, wie ich eigentlich gerade dachte. Aber ja, hier sind halt einfach super viele Gänge. Wo wir irgendwie so mehr oder weniger im Kreis laufen. Okay, ja. Welche Farbe soll ich hier nochmal reinmachen? Ich glaube erst den grünen und dann den weißen, den wir noch nicht mal gefunden haben. Ich habe keine Ahnung, wo der weiße Kristall ist. I don't know. Ich versuche mal das Rätsel zu lösen, wir sehen uns gleich wieder. An dieser Anlage scheint ein Bauteil zu fehlen. Das ist gut. Und das soll ich jetzt bitte wo finden? Ah, hi. Das Ding stecke ich jetzt wahrscheinlich da vorne rein. Und dann funktioniert das wieder? Nein? Doch. Du funktionierst jetzt? Ich weiß nicht. Ich kann einfach neu probieren, ob es jetzt vielleicht... Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Das ist wieder ein Rätsel, was ziemlich lange dauert und wahrscheinlich sehr viel rumrennen muss, um irgendwelche Teile zu suchen. Deswegen erspare ich euch jetzt hier einfach mal sehr viel von. Okay, das geht... Ne? Was soll ich denn jetzt... Ah, noch eins. Wofür ist das Ding jetzt da? Für irgendeine andere Anlage? Ich kann einfach ein bisschen weiter rumschauen. Vielleicht gibt es hier noch irgendwo was... Wo ein Zahnrad fehlt. Ich glaube, die Scheiß... Da hier vielleicht? Ja. Okay. Nice. Ich höre ein Geräusch. Funktioniert das jetzt? Nein? Ich habe keine Ahnung. Hier muss wohl eine richtige Kombination aus 3 Symbolen eingestellt werden. Irgendwo muss Arthur doch die Kombination notiert haben. Wohl kaum hier, oder? Na doch. Ja, wär schön. Ich schätze einfach mal nicht. Nein. Okay, dann suchen wir mal. Ach, wenn ich es falsch eingebe, sterbe ich einfach auf alles nur von... Oh, ist das was? Hier, okay, das war sehr, sehr versteckt. Auf der dritten komischen Tafel hier ist hier einmal... ein komisches Tattoo-Auge-Notenschlüssel, ist das die Lösung? Was war denn das Tattoo-Ding? Wie sah das nochmal aus? Fuck. Das war, nein, das war nicht das, das war, oh Gott, das war, das hier, Tattoo-Auge,
ist es da dabei und dann den komischen Notenschlüssel. Ich glaube, es ist richtig. Ich hoffe mal, dass es richtig ist. Bitte sei richtig. Oh nein, was passiert hier? Ist das fucking Stargate? What the fuck? Habe ich Und es zieht mich nicht rein. Das drückt mich eher weg von der Grafik her. Sieht eher ein bisschen komisch aus. What the fuck habe ich gemacht? Habe ich ein Portal zur Hölle? Ich habe ein Portal zur Hölle geöffnet. Warum habe ich das getan? Wieso? Bin ich doof? Warum wollte unser Onkel, dass wir ein Portal zur Hölle aufbauen? Hey, wenn du die Geheimnisse von meinem Haus entdecken willst, musst du in meinem Labor ein Portal bauen. Alles klar. Okay, gut. Wir sind im Wald. Ist es jetzt Passing Pineview Forest? Weil das habe ich schon mal gespielt. Das habe ich schon mal gespielt und das kenne ich. Wenn gleich Rascheln hinter mir kommt, dann wäre ich sehr enttäuscht, weil das haben wir schon mal gemacht. Das kennen wir schon. Aber wieso bin ich bin ich in einem Wald? Und ich habe langsam das Gefühl, dass wir träumen oder K.O. sind oder irgendwas anderes komisches uns passiert ist und wir einfach deswegen so seltsame Sachen träumen oder so. Wow, die Eule des Horrors. Da habe ich schon sehr heftig Angst vor. Okay, ich glaube, es ist einfach durch den... Ich dachte, da ist ja nichts hinter mir. Da würde nichts hinter mir sein. Weil irgendwie in Pineview Drive gab es schon keine richtigen Gegner. Und ich glaube, hier wird es auch keine richtigen Gegner geben. Hier wird es überhaupt nichts in irgendwas in der Form geben, was dann irgendwie gefährlich werden könnte. Außer die Fallen, die einen sehr oft töten werden. Was etwas ärgerlich ist. Weil wenn man tot ist, muss man nochmal wieder von vorne spielen. Das ist doof. Okay, rechts oder links? Ich sag links, weil... Oh! Übrigens, das ist eine Sache, die fällt mir gerade wieder auf. Als meine Freundin bei mir war und wir Devil May Cry gespielt haben, hat sie mir mal gesagt, dass sich 90% der Menschen, wenn sie die Wahl zwischen links und rechts haben, sich immer für links entscheiden. Und jetzt habe ich schon wieder gemacht. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Vielleicht können ein paar Leute von euch einfach eine Theorie dafür aufbauen oder einfach mal nachgoogeln, was wahrscheinlich wesentlich simpler wäre. Aber ja, achtet mal bei euch selbst drauf. Wenn ihr die Wahl zwischen links und rechts habt, werdet ihr wahrscheinlich immer links wählen. Finde ich ganz cool. Ziemlich cool und interessant. Psychologie ist cool und interessant. Und cool und interessant. Ist Psychologie mit Corrupted. Lauf die ganze Zeit Sarah zu sagen. Das sagst du so oft. Warum stöhnst du so? Ist das ein... Hallo? War da gerade ein unsichtbarer Hund? The fuck? Warum war da ein unsichtbarer Hund? Warum geht die Tür nicht auf? Lass mich da rein. Ich möchte da rein. Ich sehe übrigens fast gar nichts. Ich habe das Spiel auch fast so komplett hell, wie es überhaupt möglich ist. Und trotzdem sehe ich so wenig, dass ich nicht mehr wirklich Angst vor Sachen haben kann. Wie zum Beispiel dem komischen Hund, der eben auf mich zugelaufen ist und den ich erst sehr spät erkannt habe und als... Soll das ein Jumpscare sein, wenn einfach eine Maus über dem... Ich weiß es nicht. Ist aber nicht so gruselig. Und ich weiß auch bei einem... Sorry, Geisterhund. Du hättest nicht durch mich durchlaufen müssen, du hättest an mir vorbeilaufen können. Du hättest einfach mal klingeln können, dann wäre ich vielleicht so... Oh, Entschuldigung, Geisterhund, geh vor, kein Problem. Sorry, ich wollte dich nicht stören. Dann hätte er vorbeilaufen können. Wäre kein Problem gewesen. Ja, das habe ich schon sehr oft gehört. Ich weiß, wie mein Name lautet. Du kannst auch mal Günther sagen oder so. Patrick. Martin. Patrick. Peter Pan. Darth Vader. Kannst du sagen, was du willst. Nenn mich, wie du willst. Ich bin deine Bitch. Nenn mich, wie du willst. Kannst mich dreckige Namen nennen. Wie Sarah. Schon sehr dreckig. Wie lange soll ich diesen Weg eigentlich noch langlaufen? Wir gehen bei den Gesprächsthemen aus, so lange ist dieser Weg. Ich bin einfach irgendein random... Kannst du jetzt ein eigenes Kapitel ist, der Wald hier... Und dass ich hier sogar theoretisch sterben könnte, aber es nicht hinbekomme zu sterben, weil ich doof, kann ich nicht nur durchlaufen, bitte? Ich kann... Okay. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt hätte zögern sollen und nicht in den Hund hätte reinlaufen sollen oder so, aber sorry, ist ein Geisterhund, der ist nicht so gruselig. Laufe ich halt in den Geisterhund rein, ist mir egal. Soll ich in das Haus da rein? Ich gehe mal in das Haus da rein, aber ich hab Angst, nicht, weil ich Angst habe von einem Jumpscare oder so, ich habe Angst, weil ich Angst habe, dass mich hier drin irgendwas umbringt und ich einfach alles nochmal machen muss. Und das ist, glaube ich, eins und das gleiche Haus aus Passing Pineview Forest. Kennt ihr das noch? Das habe ich vor Ewigkeiten gespielt. Könnt ihr euch mal auf meinem Kanal angucken. Oder ich verlinke es euch hier oben. Da, bei dem I, irgendwo. Klickt einfach auf das I. Und dann ist da eine Verlinkung. Dann klickt drauf und dann ist gut. Also, hier ist echt ein Schlüssel gewesen. Ich muss die echt hier oben hin. Das ist schon so ein bisschen assi, oder? Was, wenn ich hier nicht reingegangen werde? Ich hab's bekommen. Alles ist gut. Hundi. Alles korrekt, ne? Ich folge dir einfach mal. Komm, lauf. Lauf. Oh, fuck you. Scheiß auf den Hund. Scheiß auf den Hund. Fuck that Hund. Ich will den nicht. Hier ist echt ein Friedhof. Wow. Nice. Ich bin auf einem... Okay. Ich bin auf dem Ladebildschirm. Und das, was ich im Ladebildschirm sehe, sieht ziemlich anders aus als das, wo ich gerade bin. Weil das sieht friedlich aus und schön. Und das hier sieht aus wie ein Friedhof halt. Nicht so schön. Nicht so friedlich. Just saying. Ist nicht so meins. Okay. Kann ich hier irgendwie... Nein.
Muss ich jetzt hier irgendwie, sag mir bitte nicht, ich muss irgendein Rätsel mit Gräbern lösen, weil das habe ich in zu vielen Spielen schon gehabt und das ist, muss nicht sein. Aber ich werde, hier gibt es gleich irgendein neues Rätsel, oder? Hier gibt es irgendein komisches. Ist schon wieder Geister und hier. Geh weg. Was? Warum habe ich das getan? Warum habe ich das getan? Wie doof? Ich habe gerade Licht ausgemacht. Das wollte ich nicht. Ich hätte lieber. Bist du echt? Nein. Oh. Ach, jetzt plötzlich bist du doch. Okay. Ich frage mich jetzt, ob das Ziel einfach ist, dass ich an den Hunden vorbeilaufe oder muss ich hier irgendwas machen? Ich schaue mich aber lieber mal um, weil ich kenne das Spiel mittlerweile und ich muss ziemlich viele Sachen einsammeln, die man leicht übersehen könnte. Aber ich. Okay, nee. Ich habe ein bisschen Hoffnung gespielt und hoffen wir mal, dass ich einfach nur an den Dingern vorbeilaufen muss, ohne was einzusammeln. Das wäre sehr schön. Weißt du, das sind nicht immer Jumpscares, nur weil irgendwas an mir vorbeifliegt. Das hast du jetzt schon 30 Mal probiert. Okay, war klar. Ich wollte gerade sagen, es ist nicht immer unbedingt gruselig, nur weil irgendwas auf mich zurennt oder an mir vorbeifliegt oder offensichtlich explodiert, wenn ich durchlaufe. No. Don't do that. Don't do that. Ich werfe mich aus dem. Was? Ach, da ist eine Druckplattform. Jetzt sehe ich es auch. Ich bin fucking retarded. Ich bin fucking dumm. Okay, da war eine Druckplattform, auf die ich offensichtlich nicht hätte drauf treten sollen. Mist. Jetzt bin ich hier trotzdem auf dem Friedhof und weiß nicht, wo ich lang. Ich gehe einfach nach links. Weil, wie gesagt, man geht immer nach links. Links immer eine gute Entscheidung. Ich mache einfach die ganzen Lichter hier aus, weil ich weiß nicht, ob das irgendwie sinnvoll ist, aber ich mach's einfach. I don't care. Lasst mich machen, was ich will, okay? Ich mach, was ich will. Ihr macht, was ihr wollt. Und alle sind zufrieden in dieser schönen Gemeinschaft von ganz vielen Freunden und Menschen, die sich doll mögen. Hier kann ich hoch. Ich hoffe mal, dass es der Weg, der es weitergeht. Und ich hoffe mal, dass ich gleich auch dieses Kapitel abgeschlossen habe, weil ich will nicht. Oh, ich hänge fest. Ich will nicht immer wieder an diesem scheiß Hund vorbeilaufen. Hier kann ich nicht weiter müssen. Wieso bin ich hier oben? Ach, hier. Nein? Darunter? Hä, wo, warum zum Fick bin ich hier? Es geht hier nicht weiter. Kann ich runterfallen? Aua, es hat wehgetan. Nein, es nicht. Es hat überhaupt nicht viel. Es ist mir völlig egal. Okay, what the fuck soll ich denn jetzt hier? I'm confused. Da war ich eben schon, oder? Da war ich eben schon. Dann hier? Oh, da hinten. Da hinten geht's weiter. Offensichtlich. Vielleicht. Weiß nicht. Ich hoffe mal. Was können jetzt noch nach dem. Ich weiß gar nicht mehr, was jetzt irgendwie so die Story vom Spiel ist. Ich meine, wir waren im Haus und sollen Geheimnisse herausfinden. Jetzt sind wir durch ein Dämonenportal in Wald, in einem Friedhof. Na gut. Passiert mir auch öfters. Ich hasse es, wenn das passiert. Ist immer richtig schlimm. Hier geht's auch nicht weiter. Wo soll ich denn jetzt. Ich meine, okay, hier ist halt ein Maya-Kopf. Aber der Maya-Kopf ist mir jetzt, glaube ich, auch nicht sondern hilfreich bei der Lösung meiner Probleme. Deswegen suche ich einen anderen Weg. Ich habe keine Ahnung. Ich mach's auch aus. Ich weiß nicht, ob es irgendwas bringt, aber ich mache einfach die ganzen Lichter aus, die ich sehe. Oh, hier könnte was drin sein. Wahrscheinlich nicht. Sehr wahrscheinlich nicht. Nein, ist einfach ein Durchgang gewesen. Toll. The fuck, wo soll ich denn jetzt lang? Oh! Okay, hier geht's anscheinend weiter. Ich dachte, hier wäre ich schon gewesen, aber. Was war jetzt passiert? I don't get it. Irgendwie verpasse ich hier super viele Jumpscares oder ich finde einfach die Sachen nicht gruselig, die hier passieren. Eins von beiden. Ich weiß nicht, was es genau ist. Ich weiß auch nicht mehr, wo ich langlaufen muss. Ich finde das Gebiet ist auch ein bisschen zu groß und zu verwinkelt und zu komisch, dass man sich hier wirklich zurechtfinden könnte oder wüsste, wo man die ganze Zeit langlaufen soll. Aber naja, ich mache noch ein Licht aus. Ich mache das hier aus. Und irgendwie slide ich gerade komisch über den Boden, wenn ich mich umdrehe beim Laufen. Das war eben, glaube ich, noch nicht so. Ich weiß nicht, ob irgendwas verändert hat, eine Steuerung oder so gerade. Ich glaube aber nicht. Es fühlt sich alles noch relativ ähnlich an, abgesehen davon, dass ich komisch rumslide. Aber gut, ich hoffe mal, ich bin gleich weg vom Friedhof. Wenn ich jetzt sterben sollte, müsste ich das alles nochmal vorne machen. Was leicht nervig wäre. Das leicht. Na, oh, der Ausgang. Bitte sag mir, ich kann hier raus. Bitte sag mir, ich kann hier raus. Bitte sag mir. Warum speicherst du nicht? Ich bin doch raus aus dem Friedhof. Speichere einfach das Spiel ab. Oder lass mich einfach zum nächsten Kapitel kommen oder irgendwas, bitte. Nein. Nein. Okay. Kann ich hier rein? Nein. Ich laufe einfach. Ist mir dunkel. Ich laufe einfach weiter, schaue mich einfach im nächsten Gebiet besser um. Vielleicht gibt es da ja Sachen. Aber ich mag Gebiete, ich hasse in Horrorspielen Gebiete, die draußen spielen, weil es einfach zu viel zum Absuchen ist und die Orientierung zu kacke ist. Und warum laufe ich immer noch durch den Wald und warum ist hier immer noch kein Speicherpunkt gewesen? Das ist verwirrend. Das ist sehr verwirrend. Ich bin generell irgendwie in Spielen viel lieber in Gebäuden drin oder in kleineren Gebieten, die nicht so unglaublich, weiß nicht, so offen sind oder sowas. Ich mag auch generell Open-World-Spiele nicht sonderlich sehr. Ich bin eher ein Fan davon, wenn Spiele so ein bisschen linear sind und dir sagen, geh da lang. Da ist das nächste Coole, was du entdecken kannst oder so. Ist das. The fuck? Ich bin mir nicht sicher, ob ich immer noch in dem Haus bin, Onkel. Sieht anders aus, das Gebiet. Das Gebiet sieht sehr anders aus.
Und das hier könnte ziemlich creepy sein, aber leider ist es einfach zu niedrig und da drin kann einfach nichts Gruseliges sein. Außer es poppt gleich irgendwas von mir auf, was genau in 3, 2, 1, nee, ist nicht passiert. 40 Chance. Ist da oben, da war glaube ich gerade irgendjemand drin. Aber naja, passiert halt sowas. Da kann ich nicht rein. The fuck? Warum? Wieso kann ich denn nicht, kann ich hier rein? Oh, suchen wir einen Schlüssel. Cool. Aber kann ich hier rein? Nein, wir sind Batterien. Cool. Wir haben Batterien und suchen jetzt einen Schlüssel, damit wir ins Haus rein können. Warum auch immer. Ich muss aber sagen, die Umgebung ist cool. Die Umgebung ist echt cool. Aber davon abgesehen, warum wollen wir in das Haus da rein? Verstehe ich nicht so wirklich. Was wollen wir in dem Haus? Ich hätte gedacht, dass hier so der Schlüssel jetzt dran hängt oder sowas. Das wäre cool gewesen. Nein. Nicht du schon wieder. Nicht der Scheißhund schon wieder. Oh, hier ist der Schlüssel. Dankeschön. Nehmen wir den Schlüssel und gehen damit direkt hier rein. Nein. Ich lass mich nicht von dir totbeißen. Kannst vergessen. It's not gonna happen. The fuck, das sieht aus wie ein fucking Irrenanstalt oder sowas. Und das Gebäude war von draußen nicht mal so grob. Okay, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder in dem Haus. Ich finde Spiele eigentlich ganz cool. Die Puzzles sind eigentlich ganz nett. Nur sind sie teilweise ein bisschen sehr lang und ein bisschen sehr komplex. Aber ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Part wieder zu Obscuritas. Bis dahin, Leute, euer Corrupted. Bye, bye.